Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mario Odyssey Mods. Ab und zu in ganz, ganz großen Zeitabständen kommt dann doch immer mal wieder ein neues Custom-Level raus. Und so auch jetzt. Tatsächlich ist das schon eine gute Zeit lang auf dem Mod-Markt. Aber wir schauen uns heute an und das sehen wir auch hier schon in der Vorschau. Ja, tatsächlich. Es wurde nämlich das komplette Kaskadenland durch Monte Bianco aus Super Mario Sunshine ersetzt. Elf Shine-Sprites gibt es hier für uns zusammen, ja, auch wirklich Shine-Sprites. Und die möchte ich natürlich alle gemeinsam mit euch finden. Ich mache aber in diesem Video ein kleines Experiment. Ich hatte nämlich leichten Zeitdruck, da ich einen unverhofften Termin, sage ich mal, für heute Abend bekommen habe. Es ist nämlich so, dass ihr wisst ja, normalerweise spiele ich Handball, aber ich habe seit einem Jahr pausiert. Und jetzt sind in der Handballmannschaft beide Torhüter ausgefallen und jetzt spiele ich doch heute Abend mal wieder. Ja. Ich spiele am Handball. Und dafür muss ich in 2 Stunden los. Ich muss noch Videos aufnehmen und ich habe noch nichts gegessen. Dementsprechend möchte ich in diesem Video mir eine Pizza in den Ofen schieben, dass dann nach dem Video die Pizza fertig ist und ich direkt nach der Aufnahme essen kann. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, wir hören auf jeden Fall schon die wunderschöne Custom-Musik. Das gefällt mir. Und wir kommen aber nicht am normalen Level-Anfang raus, wie es normalerweise in Super Mario Sunshine der Fall wäre. Dementsprechend würde ich einfach vorschlagen... Oh, Yoshi-Früchte. Eine Shine-Sprite gibt es safe fürs Früchtesammeln. Deswegen starten wir da, wo man normalerweise beginnt. So, die Münzen sind immer noch Noten aus dem Banjo-Kazooie-Mod. Und ich habe bereits eine Shine-Sprite hier oben gesehen. Kann ich hier hochklettern, den Baum? Ja, kann ich. Okay. Schicke Bäume, ne? Das müssen die Baum-Sprites aus New Donk City sein. Und damit haben wir unsere erste Shine-Sprite. Wunderbar. So, hier ist jetzt auch schon Yoshi. Ich weiß aber nicht, ob wir die Obst-Sammel-Quest jetzt schon machen sollten. Ich glaube nicht. Ich würde tatsächlich vorschlagen, nicht. Wir schauen uns erstmal das Level so an, als wie wenn wir es in Super Mario Sunshine erkunden würden. Und wir merken uns einfach ein bisschen, wo die Früchte sind. Also eine haben wir direkt hier. Ich sehe auch schon mehrere Goombas. Also vermute ich auch, dass wir Goombas stacken dürfen. Könnte aber alles noch sehr, sehr, sehr spannend werden. So. Hier ist das Dorf. Und im Dorf gab es eine ganz, ganz asoziale blaue Münze. Hier in einem dieser Eingänge. Hat er hier auch was versteckt? Nein, okay, hat er nicht. Das ist ja auch... Da müsste man viel Sunshine-Bissen mitbringen. So, wie gesagt, 11 Sprites und eine... Moment mal. Da muss ich über den Zaun. Da muss ich über den Zaun. Da sehe ich hinter dem Zaun. Eine Sprite. Oh, yes! Richtig gut. Nummer 2. So, und ich würde vorschlagen, ich schiebe die Pizza bei 4 Sprites. Schiebe ich die Pizza in den Ofen. So, dann habe ich noch die Hälfte vor mir. Cool. Also, hier ist unsere Odyssey. Wirft einen massiven Schatten, weil dieser Ballon einfach so riesig ist. Weil wir so viele Monde haben. So, und hier ist direkt die nächste. Okay, alles klar. Also, sie ist jetzt nicht zu krass versteckt. Aber man muss wirklich sagen, er hat das enorm gut hinbekommen. Also ich finde das wirklich beeindruckend, wie sie aus diesen einzelnen Leveln mittlerweile wirklich aus den ganzen Spielen die einzelnen Level so gut rüber geportet bekommen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wobei ich gern mehr SM64 hätte. Da haben wir bisher nur Pop-Ups Battlefield bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da würde ich natürlich als SM64-Freak gern noch mehr sehen. So, da drüben wäre nochmal ein Goomba. Oh, und ich sehe auch schon Obst. Also, ich habe fast das Gefühl, dass man mit Yoshi 2 Monde bekommt. Ich habe jetzt wirklich schon einige Früchte gesehen und wir haben noch längst nicht das ganze Level erkundet. So, hier ist auch noch eine Schleuder. Die nehme ich jetzt einfach mal. Oh, what? Okay, die bringt mich zur Mühle und in der Luft ist eine Shine-Sprite. Aber wir haben 4 Insignien. Zeit für die Pizza. Okay, wir haben noch 10 Minuten Zeit, um das Level abzuschließen. Wenn ich es in 10 Minuten nicht schaffe, verbrennt meine Pizza und ich werde sterben. Mit Sicherheit. So, hier ist direkt eine Schleuder, die uns auch wieder zurück... Okay, die bringt uns dann wieder an den Anfang zurück. Auf dieses Dach. Was eine schöne Punktlandung. Okay, aber dann war die Schleuder ja auf jeden Fall gut. Ich meine, die hat uns eine Shine-Sprite gebracht. Und ich muss mal wirklich jetzt nochmal loben, jetzt mal abgesehen von der Textur hier, aber ich finde, dieser Mod sieht wirklich schön aus. Ich finde das wirklich, ich mag irgendwie, also Sunshine in Odyssey-Grafik hat was. Das gefällt mir wirklich gut. Gebt uns das Sunshine-Remake.
Nein, eigentlich kein Sunshine Remake. Ich mag eigentlich keine Remakes. Gebt uns einfach ein neues 3D, Mario. Gebt uns Odyssey 2. Die ganzen Clickbait-YouTuber. Sie sagen immer wieder, es kommt Odyssey 2. Dann bringt's auch. So, und die auf dem Turm ist Shine Sprite Nummer 5. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Also, ich versuche wirklich, dieses Level sehr systematisch durchzugehen. Ich sehe noch viel mehr von diesem Obst. Also, ich bin mir so sicher. Oder, nee, nicht so sicher, aber sehr sicher, dass wir mit Yoshi 2 Shine Sprites bekommen. Bedeutet, wenn wir 9 Sprites haben, dann können wir zu Yoshi. Das halte ich für sinnvoll. Ist hier was? Nein. So, und da oben ist jetzt, glaube ich, Mutant Tyrannia, wenn ich das in der Level-Vorschau richtig gesehen habe. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob man auch gegen sie kämpfen kann. Alter, das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber sie bewegt sich nicht, oder? Also ich glaube nicht, dass sie sich bewegt. Ich weiß es nicht genau, aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Da müsste er ja wirklich... Oh, da kommt man über eine Röhre hin. Da müsste man sie ja wirklich programmieren. So, und ich glaube nicht, dass das Odyssey-Modding schon so weit ist. So. Mit dir muss ich jetzt darüber segeln, oder was? Alter Sportsfreund. Moment mal, ich habe eine Idee. Wenn ich den hier... Nein. Nee, okay, ich dachte, ich kann auf den bouncen. Aber so geht es nicht. Okay, ich fliege einfach. So, was soll's. Ja, easy. Wunderbar. Oh mein Gott, die ist ganz schön groß. Die ist tatsächlich ganz schön groß. Kann ich da jetzt ein cooles Foto machen fürs Thumbnail? Das sieht schon irgendwie stark aus, aber ich glaube, ich werde fürs Thumbnail ein anderes Foto nehmen. Okay, aber cool, dass er sie immerhin reingebracht hat. Natürlich, die Texturen da an den Rändern sind noch nicht so schön. Da hat er wahrscheinlich noch nicht die Möglichkeit bekommen, quasi runde Texturen zu übernehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Die mussten wohl immer eckig sein, deswegen sind auch diese schwarzen Ränder. Aber prinzipiell cool, dieses Model überhaupt noch Odyssey gebracht zu haben. Muss man ihm auch hoch anrechnen. Sehr, sehr schöner Detailheitsgrad, der hier gezeigt wird. Gut, damit haben wir das Dorf jetzt erstmal abgeschlossen. Und dann können wir uns jetzt hier drüben, diesem äußeren Bereich vor der Mühle widmen. Und ja, da ist auch schon der Goomba-Schalter. Ich dachte mir schon, 10 Stück. Holy shit. Aber auch hierfür gucke ich mir erstmal das ganze Level an, bevor ich hier die ganzen Goombas sammeln gehe. Okay, das heißt, wir haben mit den Goombas noch eine Insignie. Dann hätten wir 7. Mit Yoshi hätten wir 8 und 9. Das heißt, ich muss noch 2 finden, ne? Oder ich verschätze mich irgendwo. Hier ist auf jeden Fall eine. Hier ist normalerweise im Original-Game ein Pocky, soweit ich weiß. Und da oben ist auch diese Secret-Höhle. Ja, dieses Secret-Level mit Babu, 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 da. Na, dieses A Cappella-Lied. Ah, okay. Und es ist mein Teleporter, der uns zum anderen Ort bringt, wo im Originalspiel auch so ein A Cappella-Level gewesen wäre. Okay, dann sind wir jetzt hinter der Mühle. Da oben ist auch Obst. Okay, es ist verdammt viel Obst im Haus, Freunde. Ich nehme aber den Teleporter wieder zurück, weil ich würde die Mühle gern auf die vorhergesehene Weise besteigen. Und ich schätze, dass auf jeden Fall auf der Mühle auch was sein wird. Da bin ich mir sehr sicher. Aber die Frage ist natürlich dann auch, wie kommen wir da hoch? Weil ich sehe kein Mühlrad, was uns nach oben transportiert. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber wie geht das denn? So, dann haben wir jetzt schon mal, ich sag mal, auf dem Hügel oben. Jetzt müssen wir nur noch einmal hier das machen. Da sind ja im Originalspiel dann diese Ranken von Mutant Tyrannia im ersten Fight. Und dann muss man mit der Jetpack-Düse da so ein bisschen umherdüsen. Und, ah, okay, hier ist ein P-Switch. Vielleicht bringt der uns hoch auf die... Oh, what? Moment mal, das ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Ah, da sind ganz viele Pfeile entstanden. Moment mal. Da seht ihr, das sind alles Münzpfeile. Oh nein, 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 nein. Ah, da vorne ist ein Shine-Sprite erschienen. Ah, sehr schön. Okay, Moment mal. Jetzt haben wir 8. Und oben auf der Mühle habe ich auch einen gesehen. 9. Goombas 10. Aber da hätten wir doch mit Yoshi 11 und 12. Oder ist es doch nicht so viel Obst. Aber wir haben schon so viele Früchte gesehen. Okay, ich versuche jetzt erstmal auf die Mühle hochzukommen. Wie auch immer das gehen mag. Und dann schauen wir weiter. Das ist verdammt hoch. Da komme ich nicht einfach so hoch. Was verlangt ihr hier von mir? Gibt es hier irgendeine Schleuder, die mich vielleicht irgendwie da hochfeuert? Das kann ich mir nämlich noch vorstellen.
Okay, ich habe jetzt tatsächlich spontan keinen Weg gefunden, ne, um auf die Mühle hochzukommen. Ich widme mich jetzt einfach mal der Goomba-Quest, weil ich auf die weniger Lust habe. Mir stellt sich gerade eine Frage, Friends. Kann ich auch Paragoombas stapeln? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss ich auf die auf jeden Fall keine Rücksicht nehmen. 5, 6. Sieben. 8 und 9. Hier oben sind gleich 2. Sehr interessant. 2. Oh nein, meine Pizza ist fertig. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich Zeitdruck, aber da ist die 10. Oh no. Aber ich werde jetzt nochmal eben hier den Mond einsammeln, beziehungsweise das Puzzlo, dass wir hier auf jeden Fall wieder geheilt werden, weil ich hatte nur noch ein Leben. Ah, der Timer, Friends. Die Pizza. Mein Zeitplan ist nicht aufgegangen. Shit, das ist nicht gut. Ich muss mir meine Pizza kümmern. Okay, Leute, ich habe den Ofen ausgemacht. Der Zeitdruck ist real. Da ist Wasser! So, jetzt sind wir 10 Stück. Jetzt keine Faxen machen. Und dann holen wir uns die wohlverdiente Sprite und dann ist nur noch Yoshi am Start. Ich habe gerade einen Mond bekommen, aber ich hatte den schon eingesammelt. Ich habe gerade 3 Münzen bekommen. Das ist das Zeichen dafür, dass das ein Mond war, den ich schon hatte. Wir lassen es einfach mal als gezählt werden. So, jetzt ist nur noch der kleine Dude hier dran. Jetzt hat nur noch der hier seine Mission, sein Obst einzusammeln. Und wie gesagt, das müsste eigentlich sehr, sehr viel sein. Also ich denke, dass hier Oh, what ist denn hier los? Ich denke, dass hier 2 Monde für uns rausspringen. Aber wir gucken einfach mal nach. Aber wir haben ja schon wirklich sehr viel gesehen. Einfach nur beim simplen Rumlaufen. Da wird schon einiges für uns rausspringen. Naja, obwohl, es sind wirklich immer nur vereinzelt Früchte. Jetzt fange ich doch langsam an zu zweifeln. Ich glaube, es ist tatsächlich doch nur ein Mond, der für uns rausspringt, wenn wir ja alles sammeln. Ich weiß gar nicht, kann man per Modding auch die Anzahl der Früchte erhöhen, die Yoshi sammeln muss? Vielleicht wurde ja auch das gemacht, aber so, ich habe jetzt, glaube ich, schon den ganzen Dorfbereich fertig. Und gerade mal die Hälfte meines Fruchtometers voll. Dementsprechend, das wird nur ein Mond sein. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, wie kommen wir auf die Windmühle hoch? So, das müsste die vorletzte sein. Und dann muss jetzt hier noch irgendwo... Eine muss hier noch irgendwo sein. War die hier? War hier oben eine? No! Oh nein! Tut mir nicht das an. Macht nicht dies... Oh, ich muss irgendwo ein Stück Obst noch finden. Ist das euer Scheiß ernst? Das ist jetzt... das ist sehr ärgerlich. Da ist sie. Yes. Uff. Da. Das gibt keine Belohnung. Doch, für mich intern gibt das eine Belohnung. Das ist für mich die nächste Shine-Sprite. Was soll das denn? Das ist ja mal... Also, ab... Juch, das ist... Das ist fies. Das ist verdammt fies. Das ist jetzt meine imaginäre 11. Sprite. Aber wie ich da hochkomme, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch wirklich beim besten Willen nicht sagen. Wenn ich hier schleudere, ne? Dann sehe ich sie. Dann sehe ich, ja, da ist eine Shine-Sprite. Aber ich habe keine Möglichkeit, in der Luft irgendwie meine Richtung zu ändern oder sonst was zu tun. Ich habe in der Luft keine Kontrolle über Mario. Ich muss passen. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Das ist nicht meine Art und Weise,
normalerweise mit sowas umzugehen, aber ich suche jetzt locker schon 20 Minuten. Hm. Moment mal. Moment mal. Vielleicht. Das ist super weird. Aber das wäre. Dann hätten die Paragumbas wenigstens einen Grund. Moment mal, ich muss es nur auf die Höhe der Windmühle kommen. Okay, dafür muss ich noch weiter hoch. Dafür muss ich auf den Berg hier hoch, ne? Oh mein Gott, das könnte wirklich klappen. Das könnte wirklich. Das hätte geklappt. Das hätte. So geht's. Aber ist das der vorgesehene Weg? Muss ja fast, oder? So, ich orientiere mich jetzt an den Münzen, ne? Wo ich vorhin den Abflug gemacht habe. Das muss dann irgendwo. So, ne? Und wenn ich jetzt von hier losfliege. Das klappt. Das klappt. Das klappt. Ich kann doch jede Shine-Sprite zeigen. Oh mein Gott. Yes. Ich hätte nicht zufrieden schlafen können, wenn ich euch hier nicht jede Sprite gezeigt habe. Aber das war's. Das war jede Shine-Sprite. Mit Ausnahme von dieser Yoshi-Sprite. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ihr habt gesehen, meine Fruchtanzeige war voll. Also ich hatte alles. Keine Ahnung, warum da kein Mond erschienen ist. Aber ja, das war Monte Bianco in Super Mario Odyssey. Und das war verdammt, verdammt gut. Also ohne Scheiß. Das war ein richtig gutes Level. Das hat richtig viel Spaß gemacht. So, hier ist sogar, wie gesagt, mein persönliches Highlight, ne? Mutant Tyrannia. Unglaublich stark. Unglaublich stark, dass die hier einprogrammiert wurde. Vielleicht wird das. Vielleicht wird das mein Thumbnail. Irgendwie sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich gönne mir jetzt meine wohlverdiente Pizza, dass ich nachher gut Handball spielen kann. Haut rein, euer Hübi.